möchte euch heute Abend kurz einmal erzählen, was wir bei unserem gestrigen Missionseinsatz erlebt haben. Wir haben, so wie letztes Jahr auch in Minden, diesmal in Bad Oeynhausen, in der Stadt gesungen und dabei Bücher verteilt. Letztes Jahr wurden wir von unserer Nachbargemeinde Bad Oeynhausen unterstützt und so haben wir es dieses Jahr mit den anderen zusammen in Bad Oeynhausen gemacht und haben unsere Nachbargemeinde unterstützt. Ja, wir haben uns aufgemacht und es war den ganzen Tag über trocken. Wir hatten schönes Wetter, die Sonne kam sogar raus und als wir um 16 Uhr uns getroffen haben, zog ein dickes, fettes Regengebiet auf und das Einzige, was uns blieb, war das Gebet. Wir haben in einer großen Gruppe gebetet, das kann ich euch auch noch sagen. Wir waren ungefähr um die 40 Personen. Wir hatten Unterstützung auch noch aus Osnabrück und einige Jugendliche aus Bielefeld sind mit dazu gestoßen. Also wir waren wirklich eine richtig schöne Truppe, auch eine laute Truppe und mit einer kräftigen Stimme. Ja, und so haben wir uns zusammengestellt und haben Gott gebeten, dass er ein Wunder tut und uns dieses riesige Regengebiet nicht erwischt. Wir sind losgezogen, um uns an unserem ersten Platz zu stellen, wo wir singen wollten. Das hatten Geschwister aus Bad Oeynhausen herausgesucht, wo es schöne Plätze gibt, wo die Leute langkommen und ja, wo man gut singen kann. Und wir haben angefangen und es tröpfelte ein wenig, es war aber noch alles in Ordnung und haben unsere 5 Lieder durchgesungen und angefangen, die Bücher zu verteilen. Dann sind wir weitergezogen an die zweite Stelle. Und dann fing der Regen richtig kräftig an. Unsere Notenblätter wurden total nass, man konnte die Texte teilweise nicht mehr lesen. Und ich denke, dass uns der Feind zum Aufgeben zwingen wollte. Ja, man hätte sehr leicht sagen können, es ist zu kalt, zu windig, die kleinen Kinder, die auch mit dabei waren, die werden nass und ja, wir brechen jetzt hier ab. Aber irgendwie hat das niemand gesagt, niemand hat darüber nachgedacht, sondern wir haben einfach weitergemacht. Dann haben wir, Gott sei gedankt, eine schöne Stelle in Bad Oeynhausen, im Kurpark, im Trocknen gefunden. Und die Leute blieben stehen, manche sangen mit. Genauso wie letztes Jahr, also wir haben wirklich schöne Erfahrungen gemacht, die Menschen sind sehr angesprochen worden, die Menschen haben sich gefreut und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir bei diesem schlechten Wetter so viele Bücher verteilen, aber wir sind genauso wie letztes Jahr in Minden 500 Bücher losgeworden und haben alle Bücher unter die Menschen verteilen können und dafür sind wir Gott sehr, sehr dankbar. Wir sind ihm dankbar, denn zwischendurch hörte dann der Regen wieder komplett auf. Ja, wir sind nass geworden, manche haben auch ein wenig gefroren, aber es hat uns wieder so eine innere Freude bereitet, zu Gottes Ehre und auch zur Freude der Menschen in der Stadt zu singen, dass wir wirklich wieder mehr gesegnet wurden, als wir ein Segen für die Menschen waren. Und ja, für die Bücher, die wir verteilen durften, da können wir jetzt weiterhin nur beten. Das ist jetzt die Aufgabe Gottes. Wir haben verteilt und er muss jetzt den Samen aufgehen lassen. Es gab einige Gespräche, die wir auch führen durften, aber wir haben halt ein wenig mehr auf Masse verteilt. Aber es war wirklich sehr, sehr gesegnet und alle haben hinterher wieder gesagt, was für ein schöner Missionseinsatz das war und wie erfüllt wir alle ja, nach Hause gehen dürfen. Ja, ich kann euch wirklich nur dazu ermuntern, dass ihr so etwas plant. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind die Menschen sehr offen dafür und ihr könnt sie leichter ansprechen als zu anderen Zeiten. Gott mit euch, Gottes Segen bei euren Planungen und ja, Gott sei gelobt für diesen wunderbaren Missionseinsatz gestern. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch auch noch kurz erzählen von der Aktion jetzt am Sabbat in Bad Oeynhausen, wo wir mit ca. 40 Geschwistern zusammen und den Kindern vor allen Dingen auch diese herrlichen Adventslieder singen durften. Und ich muss einfach, wenn ich zusammenfassend sagen würde, ja, was mein Fazit ist von der ganzen Aktion, es ist, man geht mit so einer Freude nach Hause
weil man selber so sehr gesegnet wird durch diesen Zusammenhalt, durch dieses Zusammensingen, durch diese Lieder alleine schon, was für eine Kraft die haben, ja, einen mit Gott zu verbinden, aber auch miteinander. Und deswegen alleine schon lohnt es sich, einfach mit dabei zu sein. Es ist ganz, ganz besonders, jedes Mal immer wieder. Und ja, was haben wir noch für eine Erfahrung gemacht? Wir haben nach diesem starken Regen draußen, wo wir draußen standen, haben wir ja diesen Unterstand gefunden oder im Kurpark. Sehr, sehr schön in dieser Halle, dieser Säulenhalle, diesen schönen Platz, wo wir singen konnten im Trockenen. Und schon von diesem Platz, wo es geregnet hat, ist uns eine Frau, hat uns begleitet, die kam aus einer evangelischen Gemeinde. Und die war so bewegt von dem Gesang und auch von den Gesprächen mit denen, die dabei waren, dass sie dann nochmal wieder mitgekommen ist. Und ich habe dann noch ein längeres Gespräch mit ihr führen dürfen. Und sie hat wirklich gesagt, das ist für sie, dass sie von Gott hierher gesandt wurde. Und dass sie diese Gespräche, diese Lieder, dass sie das so viel Kraft gegeben hat. Und sie auch wieder eine lebendigere Beziehung mit Christus gebracht hat. Und als ich so mit ihr gesprochen habe, habe ich gedacht, Mensch, wir hatten bei uns im Bücherbank, hatten wir gar nicht mitgenommen, ich weiß gar nicht, wer es da hineingelegt hatte, lag Ein Sieg der Liebe. Und da habe ich gedacht, das Buch muss ich ihr unbedingt schenken. Ich meine, die Kinder haben ihr mehrmals ein Geschenk angeboten, da ist ja das Buch, ich finde, mein inneren Frieden drin gewesen, aber ich habe gedacht, für diese Frau wäre dieses Buch einfach perfekt, der Sieg der Liebe. Und es war genau noch da und ich habe es ihr gebracht und ich habe ihr dann erzählt, ich habe da öfters drin gelesen und so und ja, ich lese es gerade immer noch in meiner persönlichen Andachtszeit und dann hat sie gesagt so, ja dann bitteschön, hat sie mir das wieder zurückgegeben, weil sie dachte, das ist mein Buch, was ich lese die ganze Zeit schon. Und dann habe ich nur gesagt, nein, das ist nicht mein Buch, das ist ihr Buch, das will ich ihr unbedingt schenken, das ist so wertvoll. Und dann war die total bewegt und für mich wirklich, konnte das gar nicht wirklich glauben. Und dann hat sie gesagt, oh, ich weiß aber gar nicht, wie ich das mitnehmen soll. Ich bin mit dem Fahrrad hier und ich kann das nicht trocken halten. Und dann ist der Kai noch los und hat noch musste dann noch eine Kerze kaufen, hat die letzte Tüte noch von diesem Honigmann bekommen. So eine Plastiktüte. Und so konnte ich das genau perfekt einpacken und bei sich auf den Gepäckträger packen. Und es ist so, also sie hat mich dann noch zwei, drei Mal, hat sie sich sehr herzlich bedankt, mich noch in den Arm genommen. Und es war für diesen Menschen alleine schon auch eine wunderbare Begegnung. Und dann sind wir noch zum nächsten Platz. Und es war auch wieder überdacht. Und da mussten wir dann noch eine Zugabe geben, sozusagen, weil da war der Drehorgelspieler und der hat gesagt, Mensch, pass auf, ich habe meine singende Säge, also so eine Säge, wie so eine Geige oder ne, wie so ein Streichinstrument halt gespielt hat. Und dann hat er mit uns noch ein Lied zusammengespielt und war auch sehr bewegt. Ja, ihr Lieben, das ist immer wieder einfach so wertvoll, wenn wir zusammen was machen für die Menschen da draußen. Es kostet Aufwand, es kostet Opfer, aber der Segen für einen selbst und auch für die Menschen, die daraus erwächst, ist viel größer als der Einsatz. Also lasst uns die Gelegenheit weiterhin nutzen. Jetzt auch noch in der Adventszeit, wo die Menschen sehr offen sind. Gottes Segen euch dabei und Maranatha.